Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im True Farming 2 Projekt hier auf der Rehbach zusammen mit der Kara, der Emma und dem Sven. Hallo. Hallo. Hi. So. Ja. Wie hat der Kuchen geschmeckt? Der war Bombe. Super. Ja, und die Brötchen? Die waren auch gut. Ja. Gut. Woher kam die Wurst? Hier aus Mauern. Metzger. Okay. Guido Pech, Landhandel, was kann ich für Sie tun? Moin, Didi hier. Ich wollte eigentlich die Van Dijk. Ja, einen Moment. Van Dijk, nehmen Sie mal mein Handy, ist für Sie. Ja, ich mach mal auf laut, hallo. Moin, Didi hier. Hallo. Hallo, Didi. Hallo, Didi, Kara. Passt du bitte bei Rudi, gib Rudi da nicht zu viel von dem Fleisch, was ich da angekocht habe, ja? Das ist ein bisschen sehr fettig. Okay, okay. Kriegt da nicht zu viel von. Ich möchte Feld 7 pachten. Schreibe ich auf. Perfekt. Im Fischtal. Das ist so richtig. Okay, schreibe ich mir auf, melde ich mich dann nochmal, ja? Okay, wenn das okay. Erledigt ist, ja? Ja, ja, mache ich. Okay, danke. Und Kara, wenn du wieder da bist, soll ich dich von Rudi zurückknuddeln. Ja, danke, danke. Sag ich, ich bin bald da. Okay, mach ich. Gut. Tschö. Tschüss. Tschö. Okay. Guido? Ja. Hast du zu Oswin wirklich gesagt, dass ich deine Freundin bin? Ja, habe ich. Im Eifer des Gefechts, sag ich mal so. Ja, aber ist das? Können wir das denn so betiteln schon? Was? Das ist schon spannend. Willst du? Ja, denk ich mir auch gerade. Ach, weißt du was? Das ist so eine doofe Frage. Ja. Okay. Moment, mach das doch mal. Ja. Super. Ja, gut. Weil ich die Taschenlampe doch dabei habe. Dann haben wir das ja geklärt. Das gemacht hast. Ja, dann seid ihr jetzt dran, ne? Was? Naja, wir sind mit unserem Date durch. Wir, ne? Das funktioniert. Und ach, ihr habt so? Jetzt durchgespielt, oder was? Highscore knackt, Ende. Ja, die haben durchgespielt, das ist jetzt zu Ende. Endboss gedribbelt, fertig. Okay, was wisst ihr denn? Okay, jetzt ist die Frage, was wisst ihr voneinander? Ja. Genau, was wisst ihr voneinander? Dass wir... Dass wir beide Pferde mögen. Ja. Und weiter? Was wisst ihr noch? Guido arbeitet am Landhandel. Ja, und was noch? Sie ist, er mag Deutsch? Ja. Okay, und weiter? Sie hat eine Tierpraxis? Tierklinik? Tierarztpraxis? Ja, aber so intensive. Ja, pass Sachen. Auf. Emma, wir stellen Fragen. Wir stellen Guido eine Frage und Kara beantwortet sie. Ja. Und dann stellen wir Kara eine Frage und Guido beantwortet sie. Ja, aber ihr müsst ja auch mitspielen. Ihr müsst euch ja auch kennenlernen. Ja, genau. Bist du der Quizmaster. Ach so. Ja, dann machen wir eben danach, Guido stellt Emma eine Frage, ich beantworte die und dann stellt... Scheiße, ich habe das Pattern vergessen. Achso, Kara mir eine Frage und... Emma. Ich verstehe das nicht. Also irgendwann stelle ich eine Frage. Das kriege ich schon hin. Ja, wir können auch reihum gehen. Wir können auch warte, ich habe eine Idee. Guck mal hier. Ich habe hier so auf meinem Handy so eine coole App. Ne? Okay. Ne? Und wir machen das jetzt alles so im Wechsel, dann reihum. Im Uhrzeigersinn. Genau, im Uhrzeigersinn. Warte, ich stelle mich mal. Sven, stell dich mal hier hin, wo ich stand. Ja. Genau, so, jetzt haben wir uns abwechselnd. Das ist gut, ja. So, ich habe jetzt eine Frage. Gehören die Schafe mit dazu oder nicht? Nein. Okay. Wenn brauchen wir Gummistiefel. Was? Okay. Ist egal, auf jeden Fall machen wir Reihe um dann. Jetzt sind wir ein Router. Gut, Guido fängt an. Für ich Kara. Und ich soll Kara jetzt eine Frage stellen. Genau. Ja. Okay, hast du Geschwister? Nein. Ich habe einen Bruder, aber der. Ja, doch, ich habe einen Bruder. Ja. Kevin. Das hört sich jetzt komisch an. Erst nein, ja, doch. Ja, ich habe mit dem nichts zu tun und der ist halt auch so, ja. Ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen habe ich ihn teilweise nicht so im Kopf. Ah, aber okay. Ja, Prinzi, also von der Blutlinie her, ja, habe ich einen Bruder. Ah, okay.
Jetzt ist Kara zu Sven dran. Okay, Ach, wir müssen uns auch kennenlernen, oder was? Ja, gut. Nein! Nee, das stelle ich ja für Emma. Aber Emma möchte ich kennenlernen. Ach so, ja, okay. Also, ja. Was hat dich zuletzt zum Weinen gebracht? Oh. Sein Gehalt. Die Abrechnung vom Landhandel, wo ich den übernommen habe mit Guido. Das war so traurig. Sorry. Das nimmt mich immer wieder mit. Oh Gott, Emma, hast du ein Taschentuch mit? Da war nur rote Zeit. Hier ist Sven, bitte schön das Taschentuch. So schlimm war das auch nicht. War so ein großes Minus. Hab ich noch nie gesehen. Können wir weitermachen? Ja. So, Sven, du bist dran. Ich stelle jetzt an Emma eine Frage, ne? Ja. Yeah. Emma. Ja. Hast du lieber einen All-Inclusive-Urlaub mit einem Pool chillen oder mehr so Camping in den Bergen? Oh. All-Inclusive. Okay. Ne, All-Inclusive. Ja. Ne, alles gut. Ja. Wir können weitermachen. So, Guido. Ja. Ringst du unter der Dusche? Ob ich was? Ringst du? Ringen? Singst du unter der singen. Dusche? Ich hab jetzt ringen schon. Ich dachte, ja, ich hab verstanden, trinkst du unter der Dusche? Ich auch. Ja, auch manchmal, aber singen. Ja. Jein, manchmal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Manchmal, wenn ich richtig gut Laune habe. Kennst du diese 5-Minuten-Aktion, die so ein Mensch mal hat, wo der voll abdreht? Ja, dann sing mal was. Nee. Nee, besser nicht. Besser. Ich bin auch ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich singen soll. Was dir gerade einfällt. Ja, da bin ich immer sehr schlecht drin. Bin mehr der spontane Typ. Okay. Was würdest du singen, wenn du bei Kara vor dir stände? Was sie auch tut. Ach, keine Ahnung. Ich habe da so keine Lieblingslieder oder so, die ich hier jedes Mal trenne. Ey Sven, da kommt mir sofort einiges in den Sinn. Love is in the air. Na, 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 na. Da. Oh Mann. Ja. Ja. So, Guido, du bist dran. Okay. Kara, jetzt habe ich eine gute Frage für dich. Ich bin gespannt. Ja. Bist du. Ist spannend. Warte. Was war dein peinlichster Moment? Uff. Ja, da gibt es ja viele, ne? Also ich war ja immer so in diesen Sommerferiencamps, ne? Naja, ja. Und ich sage jetzt mal so, wir haben da ja auch dann schon ab einem bestimmten Alter hast du da ja auch Alkohol getrunken. Emma kann sich mit Sicherheit dran erinnern. Ja, und vielleicht wollte ich baden gehen, weil da war auch ein großer See. Und ich hatte halt keine Schwimmsachen mit, also habe ich halt meine Klamotten in unserer Holzhütte gelassen und bin halt nackt beim kompletten Sommerlager langgelaufen, bin da baden gegangen und dann halt auch komplett nackt wieder zurück. Warst du halt Sommerlager und nackt, ja? Ja, das ist prinzipiell so, dass... Okay, ja. Nee, gut, ich warte bloß für einen Artikel, ja, weiter? Nee, das war's schon. Das war schon ziemlich peinlich, weil, ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ich meine, Emma hatte die ganze Zeit gesagt, ich sollte es vielleicht lassen, aber ich fand es in dem Moment eigentlich ganz gut. Mhm, ich nicht. Ja, ich weiß. Sommerlager, also, haben schon geguckt. Nackt. Ja. Punkt. Ja, habe ich. Ja. Hallo? Landhandel? Der David wieder hier. Moin David. Ich wäre jetzt mit Feld 1 fertig, ich würde auf 24 jetzt weitermachen. Ja, mach das. Alles klar, ich würde nur Bescheid sagen. Jo. Tschüss. Tschüss. Also manchmal, ne? Egal, weiter. Du bist okay. Dran. Achso, nee, Kara ist dran. Ja. Ja, Kara ist dran. Pass auf, Guido, pass auf. Okay. Ben, gibt es eine Eigenschaft, die dich bei Arbeitskollegen so richtig nervt? Oh, der ist gut. Der ist gut. Ich weiß ich doch. Also wir gehen jetzt ins Eingemachte, ja? Ja, schon. Wie heißt das nochmal? Gehen wir auf Tuchfühlung, ne? Ja. Unordnung. Anderweitig. Oder, nein, besser, Vergesslichkeit. Ach so, die Fahrzeuge anmelden. Was willst du denn jetzt gesagt, Emma? Was willst du denn jetzt damit sagen? Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Du redest doch von meinen Neben,
Job im Schnellimbiss, oder? Ja, ist klar. Ja, hat er recht. Okay, reicht. Also, ne, das ist gut. Hier, Emma, jetzt eine Frage von mir an dich. Ja. Hattest du schon einmal einen One-Night-Stand mit Lonsinger? Nein! Okay. Wie kommst du auf die Frage? Wollte ich auch gerade fragen. Die hängen den ganzen Tag zusammen in der Gemeinde ab. Arbeitskollegen. Ja, genau. Ach, du bist jetzt Polizistin. Nein. Es sind ja zwei verschiedene Departments, wie wir in Amerika sagen. Nord und Süd, ne? Ja, genau. Nord und City, sorry. Davis und Hills, aber lass uns weitermachen. Okay, jetzt will ich was gucken. Was, Guido, was ist das letzte Bild, das du mit deinem Handy gemacht hast? Oha, das ist mies. Das ist echt gerade mies. Vor allem, ich weiß es, weil du hast es mir vorhin bei WhatsApp geschickt. Als du runter bist vom Klo. Was? Ach so, das Toilettenpapier bestimmt, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. Wir dass gucken, keins mehr da ist. Wir, also, ja, also wir schicken uns immer Bilder hin und her, weil wir sehr sparsam sind und wer am wenigsten Toilettenpapier im Monat verbraucht, bekommt einen Preis. Guck was mal, für ein Blatt. Er bekommt eine Rolle Toilettenpapier. Ja, genau. Eine Verpackung am besten. Ja. Okay. Das war Guido. Okay. Okay, wer ist deine wichtigste Person in deinem Leben? Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Ja, also, ist ja, du bist gemein. Also du bist auf jeden Fall auf dem sehr, sehr guten, richtigen Weg, genau diese Position einzunehmen. Aber natürlich ist das noch erstmal mein Onkel. Ja. Meine Onkel, beide. Also, ne, die liegen mir auch wirklich ganz, ganz so am Herzen. Aber du ertrimmst quasi das Treppchen auch gerade, um bei ihnen auf einer Ebene zu sein. Aber das kann ich natürlich verstehen. Familie steht immer vorne dran. Immer als erstes. Alles gut. Also das finde ich auch gut so. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wie ist eigentlich die korrekte Mehrzahl von Onkel? Enkel oder Onkel? Enkel? Oder? Enkel? Nee, eigentlich auch Onkel. Ach so, ein Onkel, zwei Onkel, drei Onkel? Das ist doch wie mit die Socken, Onkel. Oder? Großer Onkel. Ja. Nee, eine Socke, zwei Socken. Aber Onkel ist es... Mehrzahl von Onkel? Nee! Ach, das ist wie mit... Ja, ich alles denke, gut. Das ist Onkel. Onkel? Onkel. Sommer! Ja, Kilo Pech? Ja, Stefan hier, hi. Moin. Hör mal, Feld 14 ist fertig. Super. Alles klar, ich wollte nur Bescheid geben. Ja, alles klar. Ist auch schon geschrieben, falls ihr die mal bezahlen wollt. Ja, machen wir. Alles klar, bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Hey, halt, stopp, frag ihn mal. Ach, ist schon aufgelegt. Okay. Schon, ja, sorry. Die Mehrzahl von Onkel. Ja. Ist die Onkel. Ja, genau. Onkel, da gibt's kein ja. Onkel, Onkel. Ist ja wie Onkel. Mit Penis. Ja, was also, ist denn die Mehrzahl von Penis? Penen. Nein, Penis. Penis bleibt Penis. Von Kaktus? Ja. Richtig, Kaktusser. So, weiter geht's in unserem Spiel. Kara ist, glaube ich, dran. Ja, ja, genau. Ich korrigiere es jetzt einfach mal nicht. Okay, also, Sven, stell dir vor, du bist mit Emma allein in einer Hütte, tief im Wald. Dort müsst ihr auch bleiben, ihr habt keine Chance, dort wegzukommen. Was würdet ihr tun, wenn jetzt nochmal für 3 Tage der Strom ausfällt? Feuerholz sammeln, Wildschwein jagen, kochen. Okay, in das der Reihenfolge. Ist Wasser besorgen, viertens. Cool. Ich war bei 8 versus Rehbach. Ich glaube ja eher, dass ich Patenonkel werde. Okay, jetzt muss ich erstmal denken. Hä? Ist nicht ja, so schlecht. Stromausfall, kein Fernsehen, das ist doch das Klischee dafür, oder? Alter! Jetzt hab ich's gecheckt. Oh nee. Ja gut, dann habe ich jetzt die nächste Frage.
Okay. Emma. Dicke Schuhe, Tasche, Hose, Gürtel. Wo hast du die denn her? In Klammern bitte nur eins fragen. Achso, dicke Schuhe, wo hast du die denn her? Scheiße. Was denn? Awesome. Online bestellt. Super. Bei Zalando? Online. Achso, ja, geht auch Zalando, ja. Ja. Oh nee. Oh, Guido. Ja. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du Kara beschreiben? Ja, ich höre. Fürsorglich. Wie nennt man das, wenn man gut orientiert ist? Also, wenn man alles so zusammenhält? Was soll das? Ich gebe dir Hinweise. Wenn man gut... Wie soll das heißen? Hallo? Das Sackgasse heißt das, Guido. Ach so. Bieg ab, anders, geh mal anders lang. Kannst du nicht sagen, dass sie gut im. Also. Gut im, was? Gar nicht. Er hat doch gar nicht gesagt, dass sie gut im Bett ist. Findest du nicht? Oh. Also. Ja, doch. Aber, hä? Jetzt habt ihr mich verwirrt. Also, jetzt bin ich raus. Moment, was? Ja. Auf jeden Fall lustig, würde ich auch noch sagen. Sehr humorvoll. Das fand ich bis jetzt immer. Und geduldig. Das, ja. Aber mit dir muss man ja auch ein bisschen geduldig sein. Ganz ehrlich, ja. Manchmal. Mein Gott. Ja. Was? Nee, wir können weitermachen. Kara, deine Frage, bitte. Ja. Genau. Also, Sven, welche Superkraft würdest du wählen und was würdest du damit machen? Unsichtbar. Du bist nicht gefragt. Ja, Entschuldigung. Ich würde fliegen, weil dann kann ich so voll schnell von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F, nach E. Nach E? Anderen Buchstaben, die im Alphabet noch so kommen, weißt du? Ja. Cool. Okay, Emma, jetzt kommt was voll Persönliches. Voll persönlich? Ja. Was denn? Warst du in der Schule beliebt? Das ist echt persönlich. Also im Sommercamp war sie es. Das kann ich schon so, sorry Emma. Sie war wirklich, sie war der ultimative Hingucker. Das meinte ich wohl. So eine damals, eine Sommercamp-Geschichte? Darüber reden wir nicht. Meine Sommercamp-Geschichte hattet ihr gerade. Eine das von vielen. In der Schule war ein ganz normales Kind. Also so der normal Dude quasi, ja. Der einfach so mitgeschwommen ist. Ja. Okay. So in der Masse so untergeht. Alter. Guido, jetzt mal dir was ganz Persönliches. Ja, hau raus. Bist du kitzlig und wenn ja, wo? Boah, ich bin mega kitzlig. Und das ist eine Fangfrage, Guido. Überall. Okay. Ohne Scheiß. Ich kann das, okay. kennst du zum Beispiel das, wenn du irgendwo sitzt und jemand piekst dir an die Seite, so? Ja. Das ist für mich die Hölle. Ich muss lachen, weinen und wegrennen gleichzeitig. Okay, du bist dran. Okay. Kara, hast du in der Schule gemobbt? Nee, hatte ich keine Zeit für. Ich war da mit anderen Sachen beschäftigt, darf ich aber nicht drüber reden. Ich weiß meine nächste Frage weiter. Nee. Nee, das. Nee. Das macht man einfach nicht. Ja. Was? Mobben. Genau. Ja, macht man nicht. Ich will ja gar nicht, dass sie es mal. Ich habe ja nur gefragt, ob sie gemobbt hat. Nein, wenn mobbe ich nur dich. Das ist okay. Du Moppelchen. Du bist super niedlich. Ich habe mal gehört, dass man dich auch Zuckerhummel nennen kann. Bestimmt.
Hätte ich nichts gegen. Was? Ja. Okay, ich mache einfach mal weiter, ne? Ja. Ben, wie bleibst du motiviert? Ja, Sven. Guckst du gerade Guido an? Da ist ihn alles umgekippt jetzt. Jetzt wir den Picknick müssen wir mal wieder ordentlich machen, ne? Das haben wir weiter besprochen. Ja, sorry. Wie bleibe ich motiviert? Ja. Ich würde sagen, indem ich die kleinen Siege, die wir täglich feiern, die motivieren mich. Weil das, das führt uns zum großen Ziel des Landhandel-Imperiums immer näher. Ja. War trotzdem schön. So, Emma. Ja. Es gibt die eine Frage, die man immer stellt. Und es gibt nur eine richtige Antwort darauf. Okay. Hund oder Katze? Was? Hund oder Katze? Hund. Ja. Richtig. Super. Wir können weitermachen. Guido. Ja. Du bist auf ein Date mit Kara. Ja. Es wird richtig, also ich würde ja sagen, ihr steht kurz vor eurem ersten Kuss. Ja. Und die rutscht plötzlich ein Pups raus. Was machst du? Boah, der ist nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, lachen. Ja, Guido, ja. Ich würde plötzlich ganz aus Versehen. Ja. Ich würde lachen und rot dabei werden. Und dann hätte ich einfach gesagt, ja, das Eis haben wir auch gebrochen. Ich wüsste es nicht. Wenn es passiert, dann ja, weiß ich nicht. Es ist ja, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, da sind alle Grenzen überschritten, überstanden, gesagt. Es ist ja auch, man sagt ja auch, ne, wenn die Frau in einer Beziehung offen pupst, dann hast du Komfortlevel 100 erreicht. In der Beziehung. Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann ist das so. Ja. Du bist dran, Guido. Ja. Was magst du besonders an dir? An mir? Ja. Also auf jeden Fall, dass ich so mit den Tieren eigentlich immer zurechtkomme. Also selbst wenn sie Autschi haben, dann schaffe ich es eigentlich immer sehr schnell, sie zu beruhigen und so. Dann glaube ich, eigentlich bin ich immer sehr offen und ja, auch ich würde jetzt doch schon sagen, auch hilfsbereit. Also das versuche ich zumindest immer. Was mag ich noch? Dass ich mich sehr schnell motivieren kann, was so Sport angeht, ja. Dann bin ich meinem Onkel erstmal ein ganzes Stück hinter seinem Hoflader hinterhergelaufen. Aber das war okay. Ja. Eins war okay. Ja, das sind so drei Sachen, die ich an mir mag. Ja. So, Sven. Erzähl doch du jetzt mal eine lustige Story, die dir aufgrund von Alkohol passiert ist. Eine also, reicht. Ja, ich überlege, welche jetzt mich am wenigsten in ein schlechtes Licht drückt. Also eventuell war ich in einem Etablissement, in einer Kneipe, wo es was zu trinken gab. Ich war auf Toilette und habe vergessen, meine Hose wieder anzuziehen, weil ich so betrunken war. Du wolltest nur Zeit sparen. Was? Ich sag, du wolltest nur Zeit sparen. In diesem Etablissement. Ach, ja. Es war eine Gaststätte. Was denkt denn ihr? Eine Gaststätte. Naja, wir haben auch nur daran gedacht, bei dem Wort Etablissement. Ja, an was denkst du denn? Ist doch alles in Ordnung. Gut. Jetzt kommt die Masterfrage, meine Damen und Herren. Emma. Ja. Glaubst du, dass Guido und Kara zusammenpassen? Ja. Ja. Gehst du auch voll emotionsgeladen rein, ne? Auch wie du deine Aussage begründet hast und so unterstützt hast, das fand ich super. Ja. Also wirklich, du hast quasi eine Geschichte draus gemacht, die mich berührt hat übrigens. Ja, also. Ich hab doch nur das Wort Ja gesagt. Ja, aber wie du es gesagt hast, die Betonung. Sarkasmus.
Wir sollten ein Schild machen. Ich hab dafür so ein Schild, ja. Hey, scharf, zieh mal ab hier. Komm die ganze Zeit. Einer war gerade bei dir hinten an der Hose irgendwas abknabbern. Ach so. Nein, ich dachte, das wäre. Dass du dann beim Mittagessen wieder plötzlich dein Portemonnaie vergessen hast. Ne? Das ist schon so vorgekommen. Es ist nur viermal vorgekommen. Ich mach daraus keine Szene. Hat mir ein Schaf geklaut. Du glaubst mir ja nie. Jetzt siehst du es ja. Ja. Okay, Guido. So, was ist das Peinlichste, was du jemals getragen hast? Oh, kennst du diese Röhrenjeans, diese Karottenjeans? Die Röhrenjeans sind geil. Nee, damals nicht. Das ist eine Sackhose. Ich damals, das ist so passiert, das war bei mir im jüngeren Alter, ich habe immer Baggy-Hosen getragen, ich war immer voll Hip-Hop, so voll amerikanischen Gangster-Style, so weißt du? Und alle meine Hosen waren in der Wäsche, weil meine Mutter im Urlaub war mit meinem Papa und ich war mit meinem Bruder allein zu Hause. Ja, und meine Mama hat uns zwar einen Zettel gemacht, wie die Waschmaschine funktioniert, aber wir haben gedacht, die kommt irgendwann wieder. Da waren auf jeden Fall keine Hosen mehr da. Da musste ich so eine Röhrenjeans anziehen und da habe ich mich voll für geschämt. Oh. Kannte aber bestimmt auch. Oh. Das ist aber süß. Das kribbelt aber im Bauch, wenn du sowas sagst. Oh, das war cringe. Ja. Ja, war es wirklich. Ja. Er hat es selber eingesehen. Ja. Er hat es als erstes gesagt. Gut, dann ist dran. Achso, ja, stimmt, ich bin dran. Das ist gut. Was wäre ein Trennungsgrund für dich in einer Beziehung? Untreue? Auf jeden Fall. Wäre zum Beispiel einer. Ja. Oder wenn ich halt Veranlagung hätte, oder wenn ich vermuten müsste, dass ich dir nicht mehr vertrauen kann. Okay. Und Respektlosigkeit. Habe ich dir drei Gründe schon genannt. Ja. Ich kann auch noch mehr, wenn du möchtest. Ja, hau mal raus. Mir fallen gerade nicht mehr ein. Wie sieht's denn aus, wenn du mal nicht hörst und egal. Das sagt man nicht. Mal weiter. Okay, gut. Gut. Sven, bist du bereit? Wir gehen jetzt auch mal ins Detail. Da kommt es sogar näher für. Oho. Ja, also. Wie stellst du dir das vor mit Emma? Wie könnte das bei euch weitergehen? Naja, also grundsätzlich komme ich ja zum Kaffee immer auf den Kaffee vorbei. Ne? Ja. Emma macht einen Donut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich frühs mal auf den Kaffee vorbeikomme. Ich weiß jetzt nicht, was hier irgendwie lustig ist. Warum lacht ihr mich aus? Wir lachen mit dir, ja. Wir freuen uns darüber, weil das so schön ist. Ja, Kaffee kann man doch immer gerne mal trinken. Ne? Auf jeden Fall. 24/7. Ja. Das passt ja schon mal gut da bei euch. Mhm. So, ich bin halt early. Leidenschaft, ne? Kaffee. Ich habe keine Fragen mehr. So. Nee, ich wäre auch durch. Mhm. Ja, du auch? Ja. Okay. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal was anderes. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Auf jeden Fall das Däumchen nach oben nicht vergessen, die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, bei den anderen vorbeischauen und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, kauft mein Merch. Tschüssi. Hashtag Werbung. Tschüss. Tschüss.